für die Öffentlichkeit? Nein. Nein. Vorsicht, der Hund ist bereit für die Öffentlichkeit, ja. Der geht raus. Hund, Hund, Hund. Kackte in den Mund. Guten Morgen aus NRW. Wir waren jetzt, wie lange waren wir nicht mehr einkaufen? Sehr lange für unsere Verhältnisse, ne? 4 Stunden. 4 Stunden. Wer zittert schon? Nein, also wir versuchen halt weitestgehend die Öffentlichkeit so zu meiden. Wir gehen zwar mit dem Hund eine kleine Parkrunde, aber mehr halt auch nicht. Wenn Menschen kommen, schmeißen wir Steine. Und schmeißen uns schnell in die Büsche. Nein, aber wir versuchen halt, wie gesagt, die Öffentlichkeit zu meiden. Aber heute ist Wochenmarkt bei uns hier im Dorf, sag ich mal, Dorf, Stadt. Und wir dachten, wenn wir halt einkaufen gehen, so ein paar frische Sachen, dann lieber da, wo frische Luft ist, als im Supermarkt. Und wir hoffen, dass dort auch ein Bäckerstand ist auf dem Markt, damit wir Brot bekommen, frisches. Wir haben noch so einen Rest Paderborner irgendwo da. Ja, aber wir hätten halt echt gerne frisches Brot. Und ich habe sogar jetzt so ein Oma-Trolley bestellt, also den man so hinter sich herziehen kann, die Einkäufe. Damit wir dann ab nächste Woche damit einkaufen gehen können, wenn die Wochenmärkte aufbleiben. Weiß das jemand? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wenn jetzt wirklich die Ausgangssperren kommen, bleiben dann die Wochenmärkte auf. Denn wir waren jetzt seit... Oh, wie lange waren wir nicht zusammen entspannt auf dem Wochenmarkt? 4 Jahre? Ja. Ja, weil wir halt immer arbeiten mussten. Noch nie, weil du nie entspannt warst. Ich habe halt immer viel im Kopf. Ja, und in der Foot. Und in der Foot, ja. Ja. Gut. Setz eine Mütze auf, weil Haare machen braucht man sich ja nicht für den Virus. Und wir nehmen euch mit durch unseren... Ich brauche das erste Mal seit 4 Tagen duschen, wegen Wassersparen. Lasst euch nicht an der Nase herumführen. So, wir nehmen jetzt den Hund, spannen den an die Leine und dann geht's ab in die Stadt auf den Wochenmarkt. So, der darf wieder saugen, während wir einkaufen gehen. So, da wir jetzt unseren Einkaufswagen noch nicht haben, haben wir einen Rucksack mitgenommen. Und ich zeige euch meine Tasche. Da, Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe in meiner neuen Tasche. Also die habe ich jetzt schon länger, aber noch nie benutzt, weil noch nicht die Gelegenheit dazu da war, weil wir halt immer zu Hause waren. Rewe ist voll. Ach so, Aldi sagt schon hier Eintritt nur noch einzeln, ne? Da werden bestimmt bald die anderen Supermärkte folgen. Finde ich aber auch gut. Und du? Ja. Für Misanthropen sehr angenehm. Also wenn man nicht mag, dass Leute so nah kommen, ist das ganz toll. Ja. Hab ich. Voll schlimm so zu sehen, ne? Dass alle schließen. 2 Eier mitnehmen für die? Ja. Kommst, Murphy. Tatsächlich schon Markt. Wir haben nämlich erst 7:30. Haben wir Glück. 4 mitnehmen, oder? Die halten. Ja. Wir holen jetzt ein bisschen Brot auf Vorrat. Können wir ja einfrieren, weil wir essen zurzeit sehr viel Brot. Wir haben auch ganz viel so Wurst, vegane, eingefroren. Und dann müssen wir erst nächste Woche wieder einkaufen. Komm her, wir warten. Ja, jetzt gehen wir gleich noch durch den Park und dann geht's nach Hause. Wir haben echt nur Eier für den Hund geholt und Brot. Ansonsten haben wir zum Glück noch alles. So, der war stecken geblieben und ist ausgegangen. Deswegen habe ich den jetzt nochmal angemacht. Und ich mache jetzt sowas wie da oben mal sauber auf dem Kühlschrank. Und da die Ecken sind Spinnweben, die ganzen Türrahmen und Türen. Den Mucki haben wir aus dem Laden wieder mitgenommen und wir haben den anderen Tisch aus dem Keller geholt und hier hingestellt. Jetzt ist hier frei.
Chris Murphy. Ja, und wir können hier viel besser essen an dem großen Tisch. Eklig die aussehen, die Türrahmen. Dann kann ich euch einmal unser Garten-Update zeigen. Das ist jetzt einmal der Zaun, den wir hier neu haben. War das letzte Woche hier gemacht. Dann haben wir das Beet hier fertig gemacht, umgegraben, gedüngt. Das sind die Erdbeeren vom letzten Jahr, die wir gesetzt haben. Die kommen schon super wieder und da haben wir Rindenmulch drum gemacht. Hier habe ich schon alles Salat, Blattsalat reingesetzt. Und hier hat der Bernd, weiß ich gar nicht, was reingemacht. Da sind einfach Blumen drin. Die Hecke ist sehr kurz geworden. Die war bestimmt bis hierhin so hoch. Und das muss alles noch weg hier. Das ist der Grünschnitt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt gehen wir mal rein. Kann der Hund hier schön frei laufen, ne, Smurfy? Ja. Das kommt auch noch weg. Hier hat der Nachbar seine Hecke geschnitten. Das wird noch alles wegkommen. Das ist unser Apfelbaum hier. Der schlägt schon schön aus vom letzten Jahr. Das ist so ein Säulenapfel. Unser Pfirsichbaum, der blüht. Er ist klein, aber er blüht. Weiter geht's. Hier hinten das Beet. Das ist jetzt auch ganz praktisch. Hier war ja früher der Hühnerstall. Und hier ist jetzt noch zu, dass der Hund hier nicht rein kann und eventuell buddeln kann oder so. Hier sind jetzt so Saatbänder drin, so Möhren und Radieschen. Und der Rest ist noch frei, außer da hinten ist noch Knoblauch vom letzten Jahr, den wir dann, ich glaube, im Herbst ernten können. Und die hintere Hälfte wird alles Kartoffeln dieses Jahr. Und hier vorne kommen dann noch so ein bisschen Kohlrabi und sowas hin. Alles, was jetzt nicht so viel Pflege bedarf. Hier sind noch Kräuter. Minze haben wir hier und da ist Schnittlauch. Ach, und da habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen, hier vorne, wo die Erdbeeren sind, da ist auch Steckzwiebeln. Fast das ganze Feld ist voll mit Steckzwiebeln. Ja, und hier haben wir gesagt, hier lassen wir dieses Jahr einfach mal auf uns zukommen. Wir werden mit Sicherheit ganz, ganz viele Tomaten kommen vom letzten Jahr, dass sie sich von alleine wieder ausgesät haben. Na. Ja, und hier können wir halt schön auch mit dem Hund spielen. Jetzt, wo die Hundewiese flach fällt. Oh je, ich glaube, da ist irgendein Schlamm drin in der Regentonne. Da kam schon mal mehr Wasser raus. Ich habe die letztens erst sauber gemacht. Ja, ich habe die jetzt nochmal leer gemacht und ausgespült. Da war nicht so viel Wasser drin, so nur unten ein bisschen. So. Und
so, dass ich da die Gießkanne draufstellen kann. Zack. Ja, dann sind auch Stückchen drin. Mal sauber machen. Brille ist immer noch dunkel. Die dauert immer voll lange, bis sie hell wird. Sieht immer aus, als ob ich eine Sonnenbrille auf habe. Also ist es ja auch, aber ist halt beides. Ja, jetzt habt ihr eine neue Kameraeinstellung. Dadurch, dass wir jetzt hier den Tisch haben, ist das alles ein bisschen verwirrend vielleicht. Ihr seht, ich habe uns noch einen Shake gemacht. Also wir waren ja schon um 7 Uhr in der Stadt heute Morgen und haben dann hier uns Brötchen und alles mitgebracht. Und den Shake habe ich jetzt gerade erst für uns gemacht und Bernd hat sein Glas schnell ausgetrunken. Die Männer sind eben noch unterwegs, die wollten Sachen aus dem Laden holen noch. Ja, noch den Drucker oder so, keine Ahnung. Ja, ein bisschen raus, wenigstens im Laden, wenn man schon halt so nichts machen kann, dass man wenigstens mal was anderes sieht, außer immer nur die Parkrunde und immer nur zu Hause. Ja. Wie vertreibt ihr euch so die Zeit? Was macht ihr so? Oder sagt ihr, ist mir völlig egal, ich achte gar nicht darauf, ich gehe ganz normal einkaufen und lasse mich da gar nicht verrückt machen und treffe mich auch weiter mit Freunden oder so? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Also ich habe euch ja in meinem letzten Video schon gesagt, dass ich versuche, das Positive aus dieser Situation zu ziehen, dass wir halt jetzt ganz viel Zeit für die Familie haben. Das, was uns halt so fehlt, ne, weil wir halt immer so viel arbeiten, man hat die Ruhe, richtig entspannt sich hinzusetzen und zusammen zu essen und keine Ahnung, also wir essen auch sonst zusammen, aber es ist halt einfach alles viel entspannter und gechillter, weil man gar keine Termine oder Verpflichtungen hat und alles, was jetzt auf uns zukommt in den nächsten Wochen und Monaten, das versuche ich komplett auszublenden, denn ja, wir können es halt nicht ändern, es ist nicht in unserer Macht, egal was passiert. Man kann nur das Beste draus machen und ich habe heute, ja habt ihr gesehen, eine Art Frühjahrsputz gemacht, das werde ich auch noch die nächsten Tage machen. Alles, was so liegen geblieben ist über die ganze Zeit, die ganze letzte Zeit, das hole ich jetzt alles in Ruhe nach. So, ich bereite schon gerade das Mittagessen vor. Bei uns gibt es Speckböhnchen, die Böhnchen sind aus der Dose. Dann hier so Blumenkohlschnitzel. Blumenkohl, ja, das Weiße, nicht Brokkoli, Blumenkohl. Die wurden uns mitgebracht von jemandem aus dem Urlaub. Die sind recht lecker. Und Kartoffeln gibt es dazu. Und ein Süßchen müsste ich irgendwie noch machen. Ich glaube, eine Béchamelsoße mache ich zu den Böhnchen. Unsere Bestellung ist da. Ich habe zwei Sachen bestellt. Einmal den Rollerwagen, was ich euch erzählt habe, zum Einkaufen. Und einmal ein Scheren-Set, weil ja jetzt die Friseure schließen werden und alles. Ja, ich habe ja auch mal Friseur gelernt. Ich habe zwar eine Schere, aber keine Effilierschere. Ich zeige euch die mal eben. Sogar mit Etui. Also ich habe eine Friseurschere, die ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, die ist auch echt super. Die haben meine Eltern damals gekauft. Aber was ich brauchte, war so eine hier. Und ich hatte schon eine bestellt bei Amazon. Und da war dann aber der Fehler, dass beide Seiten ein Kamm war. Da habe ich nicht drauf geachtet, die hat kaum geschnitten. Die muss ich zurückschicken und deswegen habe ich jetzt diese. Da ist es so ein Set, da ist halt nochmal eine Friseurschere dabei. Die teste ich an Bernd heute oder morgen, wie die so sind. Ja, und da sind halt auch nochmal Haarklammern bei. Die sehen ein bisschen sehr komisch aus. Und was haben wir noch? Einen Kamm. Den und ein Tuch. So. Dann kann ich nämlich hier den Männern die Haare schneiden. Ordentlich. Also konnte ich auch vorher schon, aber jetzt so eine Effilierschere ist halt immer sehr praktisch. Und dann ist da noch ein Umhang bei. Hatte ich schon einen. Ist jetzt noch einer bei. Bin gespannt, wie die funktionieren. So.
das und das andere ist mein Trolley oder unser Trolley, womit wir dann hoffentlich nächste Woche auf den Wochenmarkt gehen können. Ich habe Hilfe beim Auspacken. So, also hier mal zur Seite. Vorsicht. Ja, Achtung, ich will dir nicht wehtun. Geh mal weg. Du bist ganz schön neugierig. Da ist aber diesmal nichts für dich drin. Dann bräuchte ich ja nur warten, wenn du das auspackst. Hm? So, er hat jetzt den Karton bekommen und ich den. Nee, den ist, geh weg, das ist meiner jetzt. Nee, nimm du den großen. Zerfetz ihn. Oh, ich glaube, bin mir nicht sicher, da muss ich warten, bis Bernd wieder drin ist. Denn das ist komplett in Einzelteile zerlegt. Ich schau mal. Also ich habe extra so einen genommen, der so Hartgummireifen hat. Ich hoffe, das war die richtige Wahl. Das kriege ich ja, glaube ich, auch noch selber hin hier. Die sind nur so zum Draufstecken. Ganz einfach. Da ist hier so ein Stopfen drauf, den muss man nur abmachen. Und dann den Reifen, bis es klickt. Der ist sogar bis 45 Kilogramm. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, ne? Dass ich extra eingenommen habe bis 45 Kilogramm. Also man musste jetzt das hier nur drüber schieben. Und hier unten hat er einfach hier so Klettverschlüsse. Und dann ist da so ein Plastikboden drin oder wie auch immer ich sagen soll, dass der hier unten halt gerade ist. Ja, ist doch super. Dann hat man hier so kleine Seitentaschen. Hier vorne kann man was reinmachen. Hier ist eine Seitentasche. Zack. Und hier könnte man sogar Portemonnaie oder so, weil das wäre ja dann am Körper quasi ein kleines Fach. Und hier der ganze Einkauf. Und oben kann man es dann noch zuzurren. Voll klasse, hätte ich mir schon viel eher holen sollen. 45 Kilo einkaufen. Und schaut mal, was der Smurfy gemacht hat in der Zeit, wo ich ausgepackt habe und aufgebaut habe. Ey, gehst du da runter? Ist nicht für dich. Komm, ich bring den mal direkt weg. Achso, der ist übrigens zum Schieben und zum Ziehen. Dann habe ich euch jetzt wieder mit durch meinen Alltag genommen. Der ist ja jetzt ja sehr gleichbleibend wahrscheinlich die nächsten Wochen. Ja, ich weiß nicht. Ich kann euch keine Urlaubsvideos zeigen. Ich kann euch keine... So Alltag ist es ja eigentlich auch nicht, weil das ist ja, hat ja gar nichts mit dem Alltag zu tun. Es ist der neue Alltag. Unser neuer Alltag oder mein neuer Alltag, weil ich ja hauptsächlich meinen Alltag zeige. Ja, wir haben jetzt alle einen neuen Alltag. Ihr wahrscheinlich auch. Schreibt mir euren neuen Alltag gerne in die Kommentare. Und ich würde das Video jetzt hier beenden und mich einfach die Tage wieder melden mit einem neuen Vlog, mit einem Update. Heute ist Samstag und vermutlich kommen morgen die Ausgangssperren. Wir wissen es noch nicht, aber mal schauen.
meine Lieben. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.